Und dann geht's wieder weiter mit Genshin Impact. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier auf dieser einsam verlassenen Insel, fernab von allem. Aber tatsächlich fernab von allem. Und wenn man hier den, diese Sicht anmacht, erkennt man, dass hier unten irgendwas mit dem Ding los ist. Und da versuche ich doch mal. Nein? Moment! Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich sammle diese komischen Dinger hier. Trage den hier rüber. Und nutze den einfach mal hier. Nein? Oder auch nicht. Okay, das funktioniert nicht. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Was soll das überhaupt bedeuten? Paimon weiß es nicht. Trotzdem sieht dieser Ort aus, als verberge er ein Geheimnis. Schauen wir uns diesen Bereich vielleicht. Finden wir noch Hinweise. Okay, irgendwas ist da. Gut, ganz viel Loot haben wir hier. Das ist auch gut. Immer noch so einen fetten Typen. Na gut, wach mal auf. Vielleicht bringt das was, wenn ich ihn... Stufe 37, ist ja easy. Wir wissen ja schon, dass wir mit Stufe 20 Stufe 36er platt machen können. Dann sollte der hier... Oh, fuck. Sollte der hier eigentlich auch kein Problem sein. Gut, eins, zwei und jetzt kommt der Sprung. Sag ich doch. Upp, von dem müssen wir jetzt mal ein bisschen flüchten, weil das wird sicherlich mächtig Aua machen, wenn wir da reingeraten. Ich glaube zwar nicht, dass dieser Gegner der Hinweis ist, den wir suchen. Und meine Freundin nimmt die Tür mit. Hopp. Mal eben schnell hier weg. So, ich hau das Ding hier kaputt. Und dann hoffe ich mal, dass das irgendwas gebracht hat. Hey, da rannte eine Kröte rum. Oder sowas. Hit, Hit und Sprung abwarten. Da ist der Sprung. Yikes. Au. Jetzt übertreibst du es aber. Mach halt diese Raketen. Ich wollte gerade ausweichen. Du, oller Sau, du. Oh, schnell weg. Das hat alles nur, weil ich Hinweise suche. Ja, toll. Ganz tolle Hinweise. Ich sehe da unten noch so einen fetten. Ach, wisst ihr was? Ignorieren wir den einfach. Blenden sich noch eine Kiste. Nehmen wir lieber die Kiste mit. Na gut. Okay. Ey, das zählt nicht. Your life is mine. Don't waste my time. Windblade. So. Windblade. Ups. Hui. Eins. Zwei. Und da kommt der Sprung.
Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, ob ich echt diese Gegner hier besiegen muss dafür. Ich glaube eigentlich eher weniger. Oh nein. Hör auf, hier irgendwo rumzuklettern, wenn ein Gegner hinter dir herläuft. Windblade! Ganz doofe Idee, sowas. Hallo. Nope. Windblade. Dachten noch so voll in die falsche Richtung ausgewichen. Na komm, bleib endlich stehen. Was jetzt? 1, 2, 3. Windblade. War schon wieder super knapp und fast wieder in die falsche Richtung ausgewichen. So, langsam nähert er sich dem Ende. Die Frage, ob das was bringt. Au! Oh, schnell weg. Aber ganz schnell weg hier. Eins, zwei und gleich kommt der Sprung. Da ist der Sprung. So, jeden Augenblick. Da kippt er um. Sehr schön. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, diese Insel gibt hier bestimmt irgendwas für diese Insel. Moment. Was haben wir hier? Zerrissene Aufzeichnung. Schau mal. Zerrissene Aufzeichnung. Zeit und Wind. Ah, das ist das. Ist das das? Beobachte den Schatten der Sonnenuhr. Auf einer einsamen Insel im Meer findest du eine faszinierende Sonnenuhr, ob sie womöglich ein großes Geheimnis birgt. Moment. Tatsächlich ist das eine Sonnenuhr. Kleinen Moment. Ändern wir doch einfach mal die Uhrzeit. Und zwar, wir haben es jetzt gerade 3 Uhr. Versuchen wir es mal auf kurz vor Mittag zu stellen. In der Hoffnung, dass die irgendwas macht. Also ich sehe jetzt hier irgendwie nicht.
Haben wir hier vielleicht noch irgendwelche Steinchen, die man kaputt schlagen kann? Okay. Das ist ein Stein, den man kaputt schlagen kann, aber der dauert wieder ewig. So, auf einer einsamen Insel. Ob sie womöglich ein großes Geheimnis birgt. Ah, das muss die Sonnenuhr sein, die im Notizbuch erwähnt wird. Versteht allerdings nicht, was im Ganzen so besonders ist. Wir sollten Notizbuch vielleicht etwas gründen. Ja, okay. Schauen wir mal ins Inventar. Weil die müsste ja hier sein, die Notiz. Wir haben hier ein paar neue Rezepte. Ein Gebilde aus. Achso, genau. Das haben. Ach. So. Na komm. Alter, was ist das für ein Delay hier gerade? Mit meiner Dingens. Zerrissene Aufzeichnungen. Gucken wir uns die nochmal an. Alles auf Englisch? The fuck? The words on this seems to fall. Okay. Moment, Temple, something new. Chronic. Time. Okay. Feels particularly strange around 2 a.m. And it's all. Okay. Zwischen 2 Uhr morgens und 5 Uhr morgens. Das ist also die Zeit. Fangen wir mal hier hin. Aber was für eine tolle Sonnenuhr, die nachts funktioniert. So eine will ich auch haben. So, schauen wir nochmal. Vielleicht muss ich jetzt hier dieses Jump wagen, von den ich vorhin versucht habe, der nicht so ganz geklappt hat. Nee. Fragen über Fragen. Jetzt hier? Nee, irgendwie nicht. Ein großes Mysterium. Na gut, vielleicht sollten wir es wirklich machen, wenn wir ein bisschen besser ausgestattet sind. So. There is a sundial. Ja, nee, zwischen 2 und 5 Uhr AM ist ja morgens. Nachmittags wäre PM. The blade shadows falls directly downwards. Quite striking, which is why a stance memory. I mean, academic, when you don't have a vision, it's really. Okay, ja, komm, probieren wir es trotzdem. Wobei das echt seltsam wäre, wenn. Wenn 1 Uhr, wenn das auf einmal diese Uhrzeit sein soll.
Vielleicht ist dieses Akademiker-Ding genau das, was man braucht. Vielleicht brauchen wir hier Lisa. Probieren wir es doch einfach mal. I'll keep an eye on you. Nee, nix. Und das Ding scheint... Moment, hier ist das Schwert. Hoppla. Hier ist das Schwert, was irgendwie so da lang zeigt. Moment, da unten ist ja eine Kiste. Ich glaube nicht, dass es das ist, was wir eigentlich gesucht haben. Auf jeden Fall, da im Wasser ist ein Schwert. Okay. Echt ein bisschen verwirrend. Auf der Seite noch irgendwas? Nee. A little bit confused now. So, wie spät haben wir es jetzt wieder? Okay, jetzt ist schon wieder zu spät. Für die ganze Chose. Probieren wir es nochmal. Zwischen 14 und... Und 17 Uhr hieß es. Oder schien es zu heißen. Boah. Vielleicht von hier oben irgendwas zu sehen? Nee. Nö, nö, nö. Und bewegt sich denn dieser Schatten eigentlich? Too strange. Aber irgendwas muss doch hiermit noch sein. Urine for a little shock. Urine for a little shock. Blitz. Ich probier's nochmal mit 2 und 5 Uhr.
Aha. Bei hier ist nämlich auch dieses, der Schatten in diese Richtung. Na komm. Sehe jetzt nichts Außergewöhnliches oder so. Complete waste of time an sie's Stell. Windblade. Okay. Whatever. Dann halt eben nicht. Dann bin ich hier jetzt raus. Habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Lass mal lieber was Spannenderes machen. Als die ganze Zeit um eine Uhr hin und her flitzen. Lasst mal mit... Oh, wait. Wir haben hier wieder... ein Dingens, den wir nicht abgeben können. Toll. Ich dachte, wir bekommen jetzt irgendwas Cooles, weil wir jetzt alle Dinger haben. Aber nein. Das Sammeln der Geschichte vom Wind hertragen. Okay. Haben wir. Hier haben wir noch ein bisschen mehr. Und auch hier haben wir noch ein bisschen Kleinkram. Wunderbar. Was haben wir hier? Namenskärtchen ändern. Okay. Errungenschaft beim Abschluss aller Errungenschaften unter Herausforderer Reihe 1 zu erhalten. Okay, meinetwegen. Ich würde aber nochmal ganz gerne ein bisschen gamblen, weil ich glaube, wir haben jetzt genügend. Oh. Okay, wir haben nicht genügend. Aber egal, gamblen muss sein. Vielleicht haben wir nochmal ein bisschen Glück. Sieht aber nicht danach aus. Nee, nein, es bleibt dabei. Wir kriegen nur komischen Kram. No luck. Tolle Waffe. Bringt uns herzlich wenig. Wir können aber nochmal hier zum Händler gehen und noch ein paar Punkte eintauschen, weil wir haben nämlich ganz schön viel von diesen Dingern mittlerweile. Und genau, davon auch nochmal. Da ist noch ein bisschen öfter gambeln. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal den ein oder anderen neuen Charakter haben. Hallo, Schickidukut. Wie spricht man deinen Namen aus? Nein! Nein! Ja. Shikiku, okay. Shikiku. Freut mich, dass du da bist.
krieg hier einfach nichts. Oh! Jetzt kriege ich mal ein lila Steinchen. Nice! Noel! Lucky, wirklich lucky, weil das war auch tatsächlich einer der Charaktere, die ich erhofft habe, noch zu bekommen. Weil die nämlich ziemlich gut pumpen tut, was... also die trägt einen guten Zweihänder und baut Schilde um sich rum und ist deswegen eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. Nein, Noel ist nicht so gut. Oh. Aber so ein bisschen, kann es sein, dass das so ein bisschen, wie heißt es, Geschmackssache ist? No. Meine Freundin sagt, Drachenschrei soll toll sein. Ach so, Drachenschrei ist gut. Ach so, Shikiku sagte das. Entschuldigung. Ja, hat er toll gemacht. Angriff 9%. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die nicht sogar hatte, schon. Egal. Lassen wir es erstmal so. Und reden jetzt mal mit unserem guten Freund, dem Venti. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Okay, genau, was hat das mit dem komischen Herzen auf sich? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people Allogenes. Okay. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself. Known as a Gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. Ich fühle mich aufs Neue ich fühle mich nicht, was? Aufs Neue fühle ich mich betrogen, aber man gewöhnt sich dran. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your Gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. Scheint eine sehr nette Person zu sein. La Signora. Always get along well, but still, I never thought that she would plot to steal another Archon's Gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue.
the Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's rite of dissension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Meinst du mich? Yep. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Teyvat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Alles klar. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Okay, haben wir irgendwas, was wir unbedingt wissen wollen von ihm? Eigentlich nicht, oder? Nee. Ich bin zufrieden. Best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Okay. Ich hab's ja schon verstanden. Ab Stufe 23 erst. Okay. Alles klar. Was haben wir denn hier? Sphäre des Segens. Nimm eine Herausforderung mit der Sphäre des Segens stand. Bla. Nice try. Oh krass. Aber ich kann mich hier wieder nochmal ein bisschen upgraden. Hier gibt's neuen Stuff. Gut zu wissen. Habe ich hier irgendwas Neues? Nee. Aber neue Infos. Eine neue Sphäre ist freigeschaltet. In den Sphären, die sich überall im Land befinden, sind verschiedene wertvolle Schätze verborgen. Suche und finde diese Sphären, um reich belohnt zu werden. Okay, neue Sphären. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Sehr, sehr gut. Genau, wir können jetzt noch unser Sternbild erhöhen. Ring. Aufladerate 16%. Finde ich schön, gefällt mir sehr. So, was machen wir als nächstes? Gute Frage. Ich würde sagen, da wir questtechnisch nicht wirklich weiterkommen, weil wir erstmal Stufe 23 erreichen müssen, Wucher, gucken wir mal, was wir hier sonst haben. Alibi des Helden der Nacht. Ein Held der Nacht, das klingt schon mal interessant. Abenteuer in der Ferne, da kommen wir nicht weiter. Also beziehungsweise doch, da kommen wir schon weiter, aber da müssen wir irgendwann nochmal hin. Jetzt nicht. Nehmen wir diese Quest. Die wir als nächstes machen. Wie viele Stufen sind das überhaupt noch? Das geht ja sogar eigentlich fast. Oh, neue Errungenschaft. Nehme ich natürlich auch sehr gerne entgegen. Zwei neue Errungenschaften. Wonderful. Ja, dann wollen wir mal Charles nach Neuigkeiten. Nein, da ist eine Kiste. Es geht schon wieder los. Wollen wir den nach Errungenschaften fragen? Nein, Kiste, 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 Kiste. Erstmal die, dann der Rest. Erst die und dann die ganze Welt. Bam. Elegant war das. Bam. Kriegt das echt gut hin mit dem Zerstören von irgendwelchen Fässern. Aber egal, die Kiste wird mich ausreichend entlohnen. So, genau, ich hatte ja schon mal gesagt, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen kochen. Das wäre gar nicht so verkehrt, wenn ich das endlich mal mache. So, 10 Stück. Davon können wir auf jeden Fall 10 Stück zubereiten. Und die liefern auch relativ viele Erfahrungspunkte. Deswegen machen wir das jetzt einmal. Slup. Ach, Erfahrungspunkte, sage ich. Ich meine natürlich Lebenspunkte. Vor allem brauche ich davon 10 Stück, damit ich das auch auto anfertigen kann. Dann habe ich das schneller hinter mir.
Dann muss ich das nicht mehr die ganze Zeit so machen. Ich muss mich immer ein bisschen zügeln, dass ich bloß nicht zu schnell ein zweites Mal B drücke. Das finde ich nämlich super ätzend, dass man diese Animationszüge erstmal abwarten muss, bevor man loslegt. Und wenn man dann zu gierig auf einmal B drückt, bevor dieser Zeiger losgeht, dann verkackt man total. So, geht doch. Jetzt kann ich den Kram nämlich zubereiten, automatisches Zubereiten. Ich wollte eigentlich mehr davon zubereiten. Perfekt. So. Ah, ein Spiegelei könnten wir nochmal machen. Dann haben wir nämlich an dieser Stelle auch das Auto anfertigen für Spiegeleier. Das lohnt sich nämlich auch, wenn man damit nämlich wieder Spieler wiederbeleben kann. Und, ja komm, Steak machen wir auch nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und eins noch. Und wieder ein Rezept gemeistert. Super. Wir haben hier auch noch ein bisschen... Ah. Okay. Hier können wir noch Kram machen. Na komm, Mehl. Hauen wir alles in Mehl um. Ding. So, und Zucker hätte ich nämlich auch noch ganz gerne. Braucht man nämlich auch regelmäßig. So. Dafür bekommt man auch Urgestein. Das ist ja mal gut zu wissen. Hat mir das jetzt hier irgendwas gebracht? Nö. Verstärke 12 Artefakte. Ihr habt sie wohl nicht alle. Okay, die haben wir ja alle schon. Ja gut, das machen wir dann als nächstes. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Die Quest auf jeden Fall. Könnt natürlich auch mal schauen, ob wir uns einfach in eine Gruppe werfen, ein paar Kopfgeldjagden veranstalten. Da wird nämlich meine Freundin hellhörig. Und vielleicht kommt der Tommy auch noch mit dazu. Dann wären wir sogar zu dritt. Könnt ihr euch überlegen. Ich mache mal eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder.